Hallo! Im ersten Teil haben wir gesehen, wie die Feindschaft Mohammeds zu den Quraisch entstand. Weil Mohammed über den Glauben und die Sitten der Quraisch an deren heiligen Stätte lästerte, waren diese ihm feindlich gesonnen und es kommt zu Drohungen, Folter und Vertreibung der Muslime. Als der Konflikt eskaliert, wandert Mohammed nach Medina aus und beginnt damit, Karawanen zu überfallen, auszurauben und Mekkaner zu töten. Auch Kritiker, die sich vorher nur über ihn lustig gemacht haben, lässt er hinrichten. Doch in diesem Video wollen wir uns nun den Juden zuwenden. Im Oasengebiet um Medina siedelten auch jüdische Stämme, die Banu Qaynuqa, die Banu Nadir und die Banu Qaraziya. Mit diesen vereinbarte Mohammed einen Friedensvertrag, der hier in der Biografie beschrieben wird. Dieser Vertrag wurde geschlossen, noch bevor Mohammed all seine Kriege und Raubzüge führte. Hier sind einige Auszüge aus dem Vertrag. Es ging im Wesentlichen um einen Friedensvertrag, der die freundschaftliche Verbundenheit betonte, ebenso das Recht, dass jeder seine Religion behält, und vor allem aber darum, dass man sich nicht gegenseitig angreift und sich im Falle eines Angriffs auf Medina beisteht. Für die Juden war dieser Vertrag recht schnell ein Desaster, denn weil Mohammed nach dem Abschluss des Vertrags eben all diese Überfälle machte, wurden die Juden letztlich in Konflikte hineingezogen, an denen sie gar keine Schuld hatten, denn die Juden hatten diese Konflikte nicht begonnen. Nach dem Vertrag machte Mohammed folgende Überfälle. Zunächst diese hier, die wir im ersten Teil besprochen haben, und dann hier noch einige weitere. Nachdem Mohammed von dem zweiten gelungenen Karawanenüberfall, den wir im ersten Video besprochen haben, zurückkehrte, fängt er schon an, die Juden zu bedrohen. O ihr Juden, werdet Moslems, bevor Gott euch so behandelt wie die Quraisch. Laut Ibn Ishaq bezieht sich auch folgende Koransure auf diesen Vorfall. Sure 3, Abvers 10. Wahrlich, denen, die ungläubig sind, werden weder ihr Vermögen noch ihre Kinder bei Allah etwas helfen. Sie sind es, die zum Brennstoff des Feuers werden. Und weiter unten, sprich zu denen, die ungläubig sind. Bald schon werdet ihr besiegt sein und in Gahnam, also in der Hölle, versammelt werden. Was für eine schlechte Ruhestätte. Weiter unten nimmt er noch Bezug auf die geschlagenen Schlachten, die er jetzt quasi auch den Juden androht. Wie sieht die Eskalation also bis hierhin aus? Die Juden waren unschuldig. Aber ihr vertraglich Verbündeter Mohammed hat sie in sehr viele kriegerische Konflikte hineingezogen. Und weil er im Grunde möchte, dass die Juden auch Moslems werden, droht er ihnen mit Gewalt und mit Hölle. Schließlich kommt es zu folgendem Vorfall. Ein Jude spielt einem Muslime einen Streich, so dass diese schamhaft entblößt wurde. Daraufhin tötet ein Moslem den Juden und andere Juden rächen schließlich dessen Tod und töten den Moslem, der das getan hat. Der Streich eines Einzelnen hat also zu einem Mord durch einen Moslem geführt. Der Mord wurde gerecht. Und was war das Ergebnis? Mohammed hat daraufhin den ganzen Stamm vertrieben. In Ibn Ishaq steht auch beschrieben, dass die Qaranuya nur deshalb vertrieben wurden, weil sich ein Verbündeter Mohammeds für diese einsetzte und ihnen zur Gnade aufforderte. Ohne diesen Eingriff hätte er sie vielleicht auch ermordet oder ihnen Schlimmeres angetan, wie später beim Stamm der Banu Qaraziya. Das heißt, die Eskalation sieht hier so aus. Mohammed hat die Juden in seine Konflikte hineingezogen und hat ihnen gedroht. Wenn man diese Drohung noch nicht als Vertragsbruch sieht, dann vielleicht den Mord an diesem Goldschmied nach diesem kleinen Streich, nach dieser Bagatelle. Auf jeden Fall wurden die Banu Qaynuqa vertrieben und Mohammed hat ihr Hab und Gut behalten. Auf den nächsten Seiten ist auch eine weitere interessante Geschichte beschrieben. Als Mohammed Boten nach Medina schickte, um die Nachricht über seine Siege und die getöteten Mekkaner nach dem Karawanenüberfall zu verbreiten, war ein Jude namens Ka'b ibn al-Ashraf über diese Taten entsetzt. Er konnte nicht glauben, dass so viele edle und einflussreiche Mekkaner von Mohammed getötet worden waren und fragte: Ist das wahr? Bei Gott, wenn Mohammed wirklich all diese Leute geschlagen haben soll, dann sollten wir besser tot sein, als hier zu leben. Daraufhin ging er nach Mekka und schimpfte über Mohammed und sein Verhalten und über die Frauen der Moslems. Mohammed wollte ihn daraufhin loswerden. Da sagte Mohammed: Wer schafft mir Ruhe vor dem Sohne al-Ashrafs? Mohammed ibn Maslama antwortete: Ich, Gesandter Allahs, ich will ihn erschlagen. Mohammed erwiderte: Tu es, wenn du kannst. Als dieser den von Mohammed gewünschten Meuchelmord zunächst nicht schafft, erlaubt ihm Mohammed auch, dafür zu lügen. Dieser erschleicht sich dann tatsächlich durch eine Lüge das Vertrauen des Lästerers und ermordet ihn aus dem Hinterhalt. In Kurzform: Der Mann war schockiert über Mohammeds Grausamkeit und weil er darüber geschimpft hat, ließ Mohammed ihn aus dem Hinterhalt ermorden. Kurz darauf lässt sich Mohammed auch zu diesem Satz hinreißen: Tötet jeden Juden, der euch in die Hand fällt.
Nach diesem Satz ermordet ein anderer Moslem einen Juden. Der Jude hat ihm nichts getan, er war unschuldig. Aber weil Mohammed, der Prophet Gottes, sagte, dass Moslems alle Juden, die ihnen in die Hand fallen, töten sollen, ist dieses Verbrechen geschehen. Und falls hier irgendwelche Moslems meine Videos anschauen, hier mal eine direkte Frage. Wie beurteilt ihr diesen Friedensvertrag, den Mohammed mit den Juden geschlossen hat? Wie beurteilt ihr sein Verhalten während dieses Vertrages? Aber gut, machen wir weiter. Nach all diesen Überfällen, die hier nochmal zu sehen sind, gab es tatsächlich eine Schlacht, in der sich Mohammed verteidigte. Die Männer Mekkas versammelten sich nach den Überfällen Mohammeds und beschlossen, ihm die Stirn zu bieten. Mohammed tritt den Angreifern mit einem Heer entgegen und erleidet tatsächlich Verluste und wird dabei verwundet. Nach dieser Niederlage kam es zu einem Fall von Blutfehde mit einem verbündeten Stamm, bei dem Mohammed Blutgeld zahlen sollte. Das war ziemlich viel Geld und Mohammed ging daraufhin zu einem Judenstamm Banu Nadir, um diese aufzufordern, ihm bei der Begleichung dieses Blutgeldes zu helfen. Aber nach dieser Vorgeschichte beschlossen die Juden, ihm nicht zu helfen und stattdessen einen Anschlag auf Mohammed zu verüben. Der Anschlag scheiterte und Mohammed belagerte die Banu Nadir, brennt die Palmen dort nieder und lässt sie schließlich gehen, wobei er ihre Häuser und Ländereien konfisziert. Es folgten wieder drei Überfälle von Mohammed, wie man hier sieht. Und dann, nach all diesen Geschehnissen, gibt es ein letztes großes Bündnis gegen Mohammed. Verschiedene Stämme der Quraisch, die unter Mohammeds Überfällen gelitten haben, und Juden haben sich zusammengetan, um Medina zu belagern. Auch der letzte Stamm der Juden, der sich aus Bündnisverpflichtungen heraus zu Mohammed bisher zurückgehalten hat, die Banu Qarazija, nehmen an der Belagerung teil. Doch Mohammed erfährt davon und lässt um Medina Gräben ausheben, sodass die Belagerung erfolglos bleibt und es kaum zum Kampf kommt. Es werden einige Pfeile geschossen, doch dann müssen die Belagerung nach einem Monat Belagerung unverrichteter Dinge abziehen. Nun wendet sich Mohammed dem Stamm Banu Qarazija zu, dem letzten Judenstamm. Nun kann man verstehen, dass sich die Banu Qarazija nach der Vorgeschichte, nach Mohammeds aggressiven Überfällen, nach Mohammeds offenen Drohungen gegen die Juden und nach den Vertreibungen der anderen Judenstämme nicht mehr als Mohammeds Verbündete sahen. Aus Mohammeds Sicht aber waren Banu Qarazija Verräter, weil sie den Vertrag gebrochen hatten und weil sie die Belagerung Medinas unterstützt hatten. Mohammed trommelt also seine Leute zusammen und reitet nach Banu Qarazija. Die Belagerung dauert 25 Nächte. Die Juden überlegten sich, was sie tun sollten. Einige überlegten sich, Moslems zu werden, um ihr Leben zu retten, aber sie entschieden sich dagegen. Am Ende mussten sie sich Mohammed ergeben. Verbündete Mohammeds schlugen vor, einen der ihren als Urteilssprecher einzusetzen. Wir erinnern uns, schon bei der Vertreibung der Badakwa der Nukwa hatte ein Verbündeter Mohammeds ihn zu einem milderen Urteil bewegt. Mohammed willigt ein, doch diesmal bestimmt er Saad, einen besonders radikalen Ex-Juden, der in der vorherigen Belagerung von Medina von einem Pfeil verwundet wurde. Saads Urteil war dann ganz im Sinne Mohammeds, der es auch entsprechend lobt. Das Urteil war, dass die Männer getötet werden und Frauen und Kinder als Beute unter den Muslimen verteilt werden. Mohammed lässt daraufhin Gräben in Medina ausheben. Die Gefangenen, 600 bis 900 Männer, werden Mohammed in Gruppen gebracht, der sie der Reihe nach enthauptet. Das Auswahlkriterium war, wer schon Schamhaare hatte. Solche Männer wurden enthauptet und die Frauen und Kinder wurden als Beute mitgenommen. Auch eine Frau wurde getötet, die offensichtlich angesichts dieses Massakers wahnsinnig wurde. Die Beute wiederum war beträchtlich. Eigentum, Frauen und Kinder wurde unter den Moslems aufgeteilt und eine dieser Frauen wählte Mohammed als Beute für sich selbst, Raihana. Allerdings wollte diese lieber eine rechtelose Sklavin bleiben, als unter diesen Umständen seine Frau zu werden. Wenn man hier nun wieder die Eskalation ansieht, dann muss man einfach feststellen, dass es diesmal im Wesentlichen von Mohammed ausging. Ja, es gab Aggressionen gegen Mohammed, es gab den Mordversuch und es gab die Belagerung Medinas, wo auch die Banu Qarazija mitgemacht haben. Aber all das kam ja erst viel später, nachdem Mohammed viel schlimmere Dinge getan und verursacht hatte. Im nächsten Video geht es weiter mit der Eroberung Arabiens. Bis dann!